Caenorhabditis elegans ist der berühmteste Wurm in der Wissenschaft. Er dient als Modellorganismus in der Molekular- und Entwicklungsbiologie und hat schon einigen Forschern zum Nobelpreis verholfen. Viele der grundlegenden Mechanismen, die bei ihm entdeckt wurden, beobachten wir auch bei Menschen. C. elegans hat, was für die Laborarbeit ein erheblicher Vorteil ist, einen kurzen Lebenszyklus. Er beginnt mit dem befruchteten Ei, aus dem sich in etwa einem halben Tag eine Larve entwickelt. Ungefähr 40 Stunden später ist das Tier ausgewachsen und kann nun seinerseits wieder Eier legen. Da Eier und Larven durchsichtig sind, kann man jede einzelne Zelle und deren Teilungen live unter dem Mikroskop mitverfolgen. Dabei zeigt sich, jede hat ein spezifisches Entwicklungsprogramm. Die Zuordnung zu einem bestimmten Gewebe erfolgt nicht zufällig. Sie steht von Beginn an fest. Während Forscher in den 70er Jahren Stunden am Mikroskop verbrachten und in mühevoller Kleinarbeit in Handzeichnungen jede einzelne Zelllinie dokumentierten, kann man heutzutage die Zellteilungen am Mikroskop mit einer computergesteuerten Kamera aufnehmen und die Zelllinien mit entsprechender Software erfassen. Der Computer spuckt zu jeder Zelle den gewünschten Stammbaum aus. Die Zellentwicklung ist derart festgelegt, dass man schon nach den ersten Zellteilungen sagen kann, aus welcher der 2, 4 oder 8 Zellen sich einmal der Verdauungstrakt oder die Fortpflanzungsorgane entwickeln werden. Die Entwicklung beginnt mit einer asymmetrischen Teilung der befruchteten Eizelle, der Zygote P0. Dabei entstehen die sogenannte Gründerzelle AB und die stammzellartigen P-Zellen P1, P2 und P3. Aus der Gründerzelle AB leiten sich später Hautzellen, Nervenzellen und Teile des Verdauungstraktes ab. Die P-Zellen formen unter anderem die Gründerzellen für Muskeln, Schlund und den Darm. Die P4-Zelle, die letzte der P-Zellen, ist der Vorläufer der Keimbahn. Der erwachsene Wurm hat schließlich genau 959 Zellen. Und für jede steht ihre gesamte Entwicklungsgeschichte von Anfang an fest. Aber nach wie vor sind auch noch viele Fragen offen. Wie wird dieses Zellteilungsprogramm gesteuert? Und wie beeinflusst die Evolution dieses Programm? Liefert uns der kleine Fadenwurm eines Tages auch noch eine Antwort auf diese Fragen?